Und damit herzlich willkommen zurück zu Bloodstained Ritual of the Night. Das letzte Mal hatten wir eine unterhaltsame Zugfahrt mit Zangetsu. Und jetzt sehen wir mal, wo wir angekommen sind. Richtig, wir haben irgendeine Waffe gefunden. Ja, genau, das ist von der Bami. Eine japanische Hellebarde, die von dem Waffenschmied Toshiro zu einem Schwert umgewandelt wurde. Oh, das ist tatsächlich ein Katana und genauso gut wie die unsichtbare Klinge. Sieht das besser aus? Ja, man sieht es, also würde ich es tatsächlich bevorzugen. Auch wenn die unsichtbare Klinge sehr lustig ist. Hier? Ah, na auch. Wunderbar, TP Max. Danke, Kabosse. Gute Fee, liebe Fee. Hm. Ein gut zimmern. Ah, das war das Messer. Also der fliegende Dolch. So, na dann, wo sind wir? Unterirdisches Zauberlabor. Und wir bekommen gleich eine Scherbe. Das fängt gut an. Feuerkugelschlag. Sorge für eine Explosion in der vorgegebenen Richtung. Ja, das ist der Blitz, den wir momentan haben. Ah, du könntest... Feen hier könnten tatsächlich das haben, was wir brauchen, um die Kabosse weiter aufzuwerten. Wenn sie etwas droppen würden. Ein ganz mieses Gefühl. Oh, Miriam. Dominique. What are you doing here? Looking for Zangetsu. Have you seen him? Yes. We fought together aboard the train. Perhaps I misjudged his intentions. What? Zangetsu was with you. But that's... Is something wrong? I asked him to go to the underground sands, but he must have chosen to disregard that request. If you see him again, would you ask him to report back to me? All right. Alfred could spring a trap on any one of us at any time. I hope Zangetsu gets his priorities straight. Thank you, Miriam. And stay safe. Fragt man sich immer, wenn so NPC plötzlich irgendwo auftauchen, sind die da hingekommen? Aber das ist ja in jedem Spiel eigentlich so. Und natürlich sofort vergiftet beim ersten Schlag. Schwarzer Pfeffer, ich glaube, das hatten wir noch nicht. Ich muss mich einfach in jeden Stuhl setzen, es hilft nichts. Auch wenn es mir nichts bringt. Und was haben wir hier? 9 XD, 1766. Tage und Wochen sind vergangen. Trotz meiner Versuche, mehr Kristalle herzustellen, klappt es nur mit dem ursprünglichen Homunculus. Ich habe versucht, die Kristalle in ähnliche Modelle zu verpflanzen. Wieder erfolglos. Irgendetwas muss mir fehlen. Der Kristall verbreitet sich auf den Körpern meiner Testobjekte wie ein Virus. Nur leider ist er viel zu langsam, um genug Kristalle zu erhalten, dass wir Bael beschwören können. Wie meine Vorgesetzten es verlangen, bräuchten wir Jahrhunderte.
Als ich den Kristall zum ersten Mal entdeckte, wuchs er viel schneller. Kann ich das wiederholen? Wie nur? Was mache ich falsch? Aha. Die Experimente von Verrückten. Oh, hier haben wir noch einen Boss. Kommt man auch irgendwie hoch. Ah, dann könnte das da unten ein Speicherpunkt sein, wenn oben der Boss ist. Auch wenn wir eigentlich erst einen hatten, aber ja. Nur sicher gehen. Ach, dann machen wir gleich noch einen Boss. Gut, der Zugboss war auch verhältnismäßig einfach, da wir ja Zangetsu als Unterstützung hatten. Von daher. Rigastorama-Einsätze kann ich nicht vernünftig sehen. Oh. Sollte. Nein, okay. Wo ist der hin? Rigastorama! How long can you keep this up? Hold on. Danke, Kalobosse. Verdammt. Das ist jetzt in der Tat eine dieser Fähigkeiten. Reflektorstrahl. Bewege dich wie ein Lichtstrahl. Du kannst von Wänden abprallen, um neue Bereiche zu erreichen. Hm. Muss man, glaube ich, ausrüsten. Ja. Irrsinnig praktisch und man kommt um einiges höher als mit dem Doppelsprung. Hm, stimmt. Könnten wir uns gleich den einen Raum da drüben ansehen? Das sollte sich eigentlich ausgehen. Und vergiftet. Wozu habe ich nochmal das den Giftwiderstand drinnen? Ist eigentlich für nichts, oder? Ich habe noch Essen. Hm.
ob das funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Na, fast. Fast. Könnte sich tatsächlich ausgehen. Oder auch nicht. Doch, geht ja aus. Naja, mit dem Kätzchen. Du bist aber ein hübsches Mietekätzchen. Und wir haben Damaszina-Ausrüstung. Oh. Tatsächlich. Ein TP-Max, hervorragend. Und eine Fähigkeit. Tastenkürzel. Tastenkürzel? Ich dachte mir, das hatte ich schon. Ach so. Das schaltet, desto mehr wir von den Tastenkürzeln finden, desto mehr schalte ich hier frei. Das war's. Jeder Gegner hier kann vergiften, was? Verdammte Viecher. So, jetzt kommen wir auch in der Hauptburg in weit mehr Gebiete rein und wir können uns nochmal das Schiff ansehen. Das könnte sich jetzt alles ausgehen. Oh, was bekommen wir von denen? Heilung, stelle langsam TP wieder her, während die Scherbe aktiv ist. Ah, das ist statt Kraftwerk. Mhm. Hier. Wow. Okay, das ist wirklich nur für den reinen Notfall. TP Max, hervorragend. Davon finden wir gerade viel. Das ist gut. Oder beunruhigend, je nachdem, wie man es sehen will. Ich sage, es ist gut. Heute sind viele Scherben. Schlagwiderstand steigert den Widerstand gegen Schlagangriffe. Ja, da uns Gift anscheinend ohnehin nicht wirklich was bringt. Oh, es gibt Mimics. Viecher. Verdammt. Ich hasse Mimics. Und sie können auch noch verfluchen. Verdammte Drecksdinger. Die droppen einfach nichts. Silberner Machtring. Können wir jetzt endlich den Hyperventilierer wegtun? Hyperventilator? Ein Ring, der die Angriffsfähigkeit in Proportion zu der Anzahl der von dir besiegten Feinde steigert. Ah, desto mehr, desto besser. Verstehe. Hier ist er denn jetzt einfach einmal aus. Ich will wieder ihr Gesicht sehen. Der Kraftstrahl. Schöpfe aus der magischen Kraft deines Schwertes und fessle sie auf die Feinde. Ah.
Ah. Okay, also hier sind wir jetzt fertig. Das heißt, kompliziert, wo gehen wir als nächstes am besten hin? Weiter kommen wir hier. Bin ich mir gerade nicht sicher, wo wir weiterkommen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zuerst ins Livra Ex Machina. Ich meine, wir könnten uns hier auch umsehen. Gehen wir zuerst ins Livra Ex Machina. Hier gibt es auf jeden Fall was. Zum einen das hier, aber zuerst will ich das da unten machen. Ah, das ist einfach nur. Verstehe. Das ist nur ein Durchgang. Aber kommen wir da zu irgendeiner Schatzkiste? Ah, jetzt sind wir hier. Das heißt, wir kommen darüber. Da drüben. Nicht springen. Einfach weitergehen. Können wir uns da eine. Ein Donnerdiadem, der auch statt dem Machtring ausrüstet, da er noch nichts. Nein, das ist was für ein Kopf. Der Fiederkrone? Ja. Ein Diadem, das von Donner geschützt wird. Schützt vor dem Element Donner. Lenkt aber einiges. Nein, nein. Ich bevorzuge die Fiederkrone. Ich liebe diese Fähigkeit. Erst hier weiter noch. Der erste Ritter wieder da. Ich glaube, das funktioniert so. Nein? Ja, doch. Ach, nicht immer. Schade. Da irgendwas runterbekommen. Nur die Frage, was und von wo? Ja, das sieht gut aus. Das heißt, das muss ich wieder umstellen. Von Heilung.
Funktioniert das so? Nein. Schade. Tja, das ist immer die Frage. Die Qual der Wahl, wo geht man als nächstes hin? Tatsächlich hier weitergehen. Was haben wir hier? Kapazitätsmaximum erhöht. Nicht schlecht, brauche ich zwar jetzt persönlich nicht. Aber gut. Vielleicht speichern. Was wird immer schlimmer? Oh, jetzt sind wir hier. Gar nichts. Na gut, dann nutze ich mal schnell. Warp-Fähigkeit hier. Um zurück ins Dorf zu gehen. Dann speichern wir dort. Dann sehen wir uns das nächste Mal an, ob wir was Neues schmieden können vielleicht. Waffen, Rüstungen, irgendwas. Aber wie gesagt, das heißt nächste Folge. Ah, und ich glaube, wir haben. Ah, wieder eins. Got any targets for me? Here's what I've ta- ja. Good work. Den Taschenhieb-Ring. Was macht der? Ein Ring, der Feinde öfter dazu bringt, Gold fallen zu lassen. Den rüsten wir aus. So, und hier sind wir wieder. Am Ende der Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Zwei Bosse hintereinander, mehr oder weniger. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und jede Menge Scherben einkassiert. Dann hoffentlich geht's so weiter in der nächsten Folge bei Bloodstained Ritual of the Night. Bis dahin, ciao ciao!